Kapitel 28, Abschnitt 3. Wirkung und Ursache umkehren. Ohne Ursache kann es keine Wirkungen geben. Jedoch gibt es ohne Wirkungen auch keine Ursache. Die Ursache wird durch ihre Wirkungen zur Ursache gemacht. Der Vater ist ein Vater durch seinen Sohn. Wirkungen erschaffen ihre Ursache nicht, begründen aber ihre Ursächlichkeit. Somit verleiht der Sohn seinem Schöpfer die Vaterschaft und empfängt die Gabe, die er ihm gegeben hat. Gerade weil er Gottes Sohn ist, muss er auch ein Vater sein, der erschafft, wie Gott ihn schuf. Der Kreis der Schöpfung hat kein Ende. Sein Anfang und sein Ende sind dasselbe. Doch in sich selbst birgt er das Universum aller Schöpfung, ohne Anfang und ohne Ende. Vaterschaft ist Schöpfung. Die Liebe muss ausgedehnt werden. Reinheit ist nicht begrenzt. Es ist das Wesen der Unschuldigen, ewig uneingedämmt zu sein, ohne Schranke oder Begrenzung. Somit ist Reinheit nicht vom Körper. Noch kann sie dort gefunden werden, wo Begrenzung ist. Der Körper kann durch ihre Wirkungen geheilt werden, die grenzenlos sind wie sie selbst. Doch muss alle Heilung deswegen geschehen, weil begriffen wird, dass der Geist nicht im Körper und seine Unschuld ganz getrennt von diesem ist, nämlich dort, wo alle Heilung ist. Wo also ist die Heilung? Nur dort, wo ihrer Ursache ihre Wirkungen gegeben werden. Denn Krankheit ist ein bedeutungsloser Versuch, der Ursachlosigkeit Wirkungen zu geben und sie zu einer Ursache zu machen. In der Krankheit versucht der Sohn Gottes stets, sich selbst zu einer Ursache zu machen und sich nicht zu erlauben, seines Vaters Sohn zu sein. Aufgrund dieses unmöglichen Verlangens glaubt er nicht, dass er die Wirkung der Liebe ist und Ursache sein muss aufgrund dessen, was er ist. Die Ursache der Heilung ist die einzige Ursache von allem. Sie hat nur eine Wirkung. Und in dieser Einsicht werden der Ursachlosigkeit keine Wirkungen gegeben und keine werden gesehen. Ein Geist in einem Körper und in einer Welt anderer Körper, jeder mit einem getrennten Geist, sind deine sogenannten Schöpfungen. Du bist der angeblich andere Geist, der mit Wirkungen, die nicht so sind wie du, erschafft. Und als ihr sogenannter Vater musst du sein wie sie. Überhaupt nichts ist geschehen, außer dass du dich in Schlaf versetzt und einen Traum geträumt hast, in dem du dir selbst ein Fremder warst und nur ein Teil des Traumes eines anderen. Das Wunder weckt dich nicht, sondern es zeigt dir einfach, wer der Träumer ist. Es lehrt dich, dass es eine Wahl der Träume gibt, solange du noch schläfst, die davon abhängt, was der Zweck deines Traumes ist. Hast du den Wunsch nach Träumen der Heilung oder nach Todesträumen? Ein Traum ist insofern wie eine Erinnerung, als er bildlich darstellt, was du gezeigt bekommen wolltest. Ein leeres Schatzhaus mit einer offenen Türe birgt alle deine Fetzen der Erinnerungen und der Träume. Wenn du aber der Träumer bist, nimmst du wenigstens das wahr, dass du den Traum verursacht hast und auch einen anderen Traum akzeptieren kannst. Doch für diese Änderung des Trauminhaltes muss eingesehen werden, dass du es bist, der das Träumen träumte, das du nicht magst. Er ist nur eine Wirkung, die du verursacht hast,
und du möchtest nicht Ursache dieser Wirkung sein. In Mord- und Angriffsträumen bist du das Opfer in einem sterbenden, erschlagenen Körper. In Träumen der Vergebung aber wird von niemandem verlangt, das Opfer und der Leidende zu sein. Das sind die glücklichen Träume, die das Wunder gegen deine eigenen austauscht. Es verlangt nicht, du sollest einen anderen machen, sondern nur, dass du siehst, dass du den gemacht hast, den du für diesen tauschen möchtest. Diese Welt ist ursachlos, wie es jeder Traum ist, den irgendjemand in der Welt je träumte. Keine Pläne sind möglich und kein Entwurf ist da, der gefunden und verstanden werden könnte. Was könnte sonst von einem Ding erwartet werden, das keine Ursache hat? Wenn es aber keine Ursache hat, dann hat es keinen Zweck. Du magst zwar einen Traum verursachen, doch niemals wirst du ihm reale Wirkungen verleihen. Denn das würde seine Ursache verändern, und eben das kannst du nicht tun. Der Träumer eines Traumes ist nicht wach, aber er erkennt nicht, dass er schläft. Er sieht die Illusionen seiner selbst als gesund an oder krank, als deprimiert oder glücklich, aber ohne eine stabile Ursache mit verbürgten Wirkungen. Das Wunder legt fest, dass du einen Traum träumst und dass sein Inhalt unwahr ist. Das ist ein entscheidender Schritt im Umgang mit Illusionen. Niemand hat vor ihnen Angst, wenn er wahrnimmt, dass er sie erfunden hat. Die Angst wurde an ihrem Platz gehalten, weil er nicht sah, dass er Autor des Traumes war und nicht eine Figur im Traum. Er gibt sich selbst die Folgen, die er seinem Bruder gegeben zu haben träumt. Und nur das fügte der Traum zusammen und hat es ihm angeboten, um ihm zu zeigen, dass seine Wünsche ausgeführt sind. So hat er Angst vor seinem eigenen Angriff, doch sieht er ihn in den Handlungen eines anderen. Als Opfer leidet er unter dessen Wirkungen, doch nicht deren Ursache. Er war nicht der Autor seines eigenen Angriffs und ist an dem unschuldig, was er verursacht hat. Das Wunder tut nichts anderes, als ihm zu zeigen, dass er nichts getan hat. Wovor er Angst hat, ist eine Ursache ohne die Folgen, die eine Ursache aus ihr machen würden. Und so ist sie nie gewesen. Die Trennung hat mit dem Traum begonnen, dem Vatersein seine Wirkungen entzogen und er sei machtlos, sie zu halten, weil er nicht mehr ihr Schöpfer sei. Im Traum hat sich der Träumer selbst gemacht. Doch das, was er gemacht hat, hat sich gegen ihn gewendet und dessen Schöpfersrolle übernommen, wie es der Träumer tat. Und wie er seinen Schöpfer hasste, so haben ihn die Traumfiguren auch gehasst. Sein Körper ist ihr Sklave, den sie misshandeln, weil sie die Motive, die er ihm gegeben hat, als ihre eigenen übernommen haben. Und sie hassen diesen um der Rache willen, die er ihnen anbietet. Gerade, dass sie sich am Körper rächen, scheint zu beweisen, dass der Träumer nicht derjenige sein kann, der den Traum gemacht hat. Wirkung und Ursache werden zuerst abgespalten und dann umgekehrt, sodass die Wirkung zu einer Ursache wird, die Ursache zu einer Wirkung. Das ist der letzte Schritt der Trennung, mit welchem die Erlösung anfängt, die den anderen Weg einschlägt. Und dieser letzte Schritt ist eine Wirkung dessen, was ihm vorausgegangen ist und als Ursache erscheint. Das Wunder ist der erste Schritt darin, der Ursache die Funktion der Ursächlichkeit
und nicht die der Wirkung zurückzugeben. Denn diese Verwechslung hat den Traum erzeugt, und solange dieser währt, wird das Erwachen auch gefürchtet werden. Genauso wenig wird der Ruf gehört werden, aufzuwachen, weil er der Ruf zur Angst zu sein scheint. Wie jede Lektion, die der Heilige Geist dich zu lernen bittet, ist das Wunder klar. Es zeigt auf, was er dich lernen lassen möchte und zeigt dir, dass dessen Wirkungen das sind, was du willst. In seinen Träumen der Vergebung werden die Wirkungen der deinen aufgehoben und die verhassten Feinde als Freunde mit barmherziger Absicht wahrgenommen. Ihre Feindschaft wird jetzt als ursachlos gesehen, weil sie sie nicht gemacht haben und du kannst die Rolle des Machers ihres Hasses akzeptieren, weil du siehst, dass er keine Wirkungen hat. Nun bist du um diesen Teil des Traums befreit. Die Welt ist neutral und die Körper, die sich noch immer als getrennte Dinge darin zu bewegen scheinen, brauchen nicht gefürchtet zu werden. Und so sind sie auch nicht krank. Das Wunder bringt die Ursache der Angst zu dir zurück, der du sie gemacht hast. Es zeigt indessen auch, dass, da sie keine Wirkungen hat, sie nicht Ursache ist, weil es die Funktion der Ursächlichkeit ist, Wirkungen zu haben. Und wo Wirkungen vergangen sind, da ist keine Ursache vorhanden. So wird der Körper durch Wunder geheilt, weil sie zeigen, dass der Geist die Krankheit gemacht hat und den Körper dazu nutzte, Opfer oder Wirkung dessen zu sein, was er gemacht hatte. Die halbe Lektion lehrt indessen nicht die ganze. Das Wunder ist nutzlos, wenn du nur lernst, dass der Körper geheilt werden kann, denn das ist nicht die Lektion, die zu lehren es gesandt wurde. Die Lektion ist, der Geist war krank, der dachte, dass der Körper krank sein könne. Seine Schuld hinaus zu projizieren hat nichts verursacht und hatte keine Wirkungen. Diese Welt ist voller Wunder. Sie stehen in leuchtendem Schweigen neben jedem Traum von Schmerz und Leiden, von Sünde und von Schuld. Sie sind des Traums Alternative, die Wahl, Träumer zu sein, statt die aktive Rolle bei der Erfindung des Traumes zu verleugnen. Sie sind die frohen Wirkungen davon, dass die Folgen der Krankheit auf ihre Ursache zurückgeführt werden. Der Körper wird befreit, weil der Geist anerkennt, das wird nicht mir getan, sondern ich tue das. Nun ist der Geist frei, stattdessen eine andere Wahl zu treffen. Von hier aus schickt sich die Erlösung an, die Richtung eines jeden Schrittes im Niedergang zur Trennung zu verändern, bis jeder Schritt rückgängig gemacht, die Leiter fort und alles Träumen der Welt aufgehoben ist.